Hi Leute, willkommen zu einer neuen Folge des DigiGuess Wochenrückblicks. Heute soll es um zwei Themen gehen, bei denen Entscheidungen auf EU-Ebene eine besondere Rolle spielen. Vorratsdatenspeicherung und offene WLAN-Netze. Unser erster Themenblock dreht sich um europaweite Vorratsdatenspeicherung. Am Freitag vergangener Woche hatten sich die EU-Innenminister auf eine gemeinsame Linie bei solchen anlasslosen Datensammlungen geeinigt. Das betrifft zum einen die Speicherung von Kommunikationsdaten, zum anderen die Aufzeichnung von Reisedaten. Schon 2014 hatte der Europäische Gerichtshof anlasslose Sammlungen personenbezogener Daten in seiner Entscheidung über die Vorratsdatenspeicherung klar verboten. Gleichwohl halten die Innenminister der EU-Mitgliedstaaten eine gesetzliche Regelung in diesem Bereich weiterhin für möglich. Deshalb forderten sie die EU-Kommission auf, möglichst bald ein neues Gesetzgebungsverfahren für eine Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung einzuleiten. Die Kommission vertritt bei einem solchen Vorhaben bislang allerdings eine eher zurückhaltende Linie. Im März dieses Jahres hatte sie jedenfalls angekündigt, keinen neuen Anlauf für eine Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung zu planen. Auf den jetzigen Vorstoß der Innenminister hat die Kommission noch nicht reagiert. Das könnte sich vor dem Hintergrund der jüngsten Terroranschläge allerdings ändern, selbst wenn bislang keinerlei empirische Belege dafür existieren, dass die Vorratsdatenspeicherung ein probates Mittel zur Bekämpfung solcher Verbrechen ist. Die Innenminister werden das Vorhaben daher vermutlich vor allen Dingen auf der Ebene der Mitgliedstaaten vorantreiben, so wie es in Deutschland bereits passiert ist. Wesentlich weiter fortgeschritten ist da schon die anlasslose europaweite Speicherung von Fluggastdaten. Nachdem sich die EU-Innenminister schon am Freitag vergangener Woche auf eine gemeinsame Linie dazu geeinigt hatten, hat am Donnerstag dieser Woche der Innenausschuss des EU-Parlaments grünes Licht gegeben. Die geplante Richtlinie sieht vor, dass bei allen Flügen in die EU und aus der EU bis zu 60 Einzeldaten pro Passagier und Flugbuchung gespeichert werden. Dasselbe gilt für innereuropäische Flüge. Diese Daten sollen zunächst 6 Monate lang offen und sodann für weitere 4,5 Jahre verdeckt gespeichert werden. Das bedeutet, dass sie bei Bedarf wieder lesbar gemacht und einer konkreten Person zugeordnet werden können. Zu den gespeicherten Daten gehören neben Name und Anschrift auch Angaben zu Kreditkartennummern, Mailadressen oder dem gewählten Bordessen. Die Sicherheitsbehörden der Mitgliedstaaten und die europäische Polizeibehörde Europol dürfen diese Daten zur Bekämpfung von schweren Straftaten und Terrorismus verwenden. Zu diesem Zweck dürfen sie die Daten auch untereinander austauschen und in Datenbanken miteinander vernetzen, um aktiv neue Verdächtige zu generieren. Schon Anfang 2016 könnte das Europäische Parlament der Richtlinie endgültig zustimmen und ihr damit zur Wirksamkeit verhelfen. Das wäre aber ebenso falsch wie voreilig und kopflos. Denn der EuGH hat in seinem Urteil über die Vorratsdatenspeicherung von Kommunikationsdaten anlasslose Datensammlungen klar verboten. Außerdem überprüft er gerade ein geplantes Fluggastdatenabkommen zwischen der EU und Kanada auf die Vereinbarkeit mit Grundrechten. Dieser Entscheidung darf das Parlament auf keinen Fall vorgreifen. Obendrein gibt es bislang keinerlei Belege für die Wirksamkeit anlassloser Datensammlung bei der Bekämpfung von schweren Straftaten und Terrorismus. So hat beispielsweise der Ausbau der Datensammlungsbefugnisse in Frankreich nach den Anschlägen auf das Satiremagazin Charlie Hebdo gerade nicht dazu geführt, die Anschläge von Paris zu verhindern. Mit immer mehr anlassloser Überwachung begibt sich Europa auf einen gefährlichen Irrweg. Ihr könnt uns dabei helfen, das zu verhindern. Schon im Februar dieses Jahres haben wir eine Videoaktion gestartet, an der ihr immer noch teilnehmen könnt. Worum es dabei geht und wie ihr mitmacht, erfahrt ihr unter den Links in der Videobeschreibung. In unserem zweiten Themenblock geht es um die WLAN-Störerhaftung. Schon in der vergangenen Woche hatten wir darüber berichtet, dass die Bundesregierung dazu einen Gesetzentwurf in den Bundestag eingebracht hat. Am kommenden Mittwoch wird nun der Wirtschaftsausschuss eine Anhörung zu diesem Thema durchführen, bei der auch wir als Sachverständige eingeladen sind. Dabei wollen wir die Abgeordneten davon überzeugen, auf die derzeit noch vorgesehenen Einschränkungen für offene WLAN-Netze in dem Gesetz zu verzichten. Nach aktuellem Stand sollen WLAN-Betreiber nämlich dazu verpflichtet werden, ihre Netze zu verschlüsseln und mit einem Passwort zu versehen. Nutzerinnen und Nutzer sollen außerdem auf einer Vorschaltseite erklären, dass sie keine Rechtsverletzungen begehen werden, wenn sie über diese Zugänge ins Internet gehen.
Damit werden nach unserer Ansicht völlig unnötige Hürden für den Betrieb offener Funknetze aufgebaut, die obendrein noch gegen das Europarecht verstoßen. Das konnte übrigens bald auch der Europäische Gerichtshof feststellen. Am Mittwoch dieser Woche hat er nämlich über die Klage eines WLAN-Betreibers verhandelt. Der hatte sich gegen die Abmahnung durch ein Musikunternehmen gewehrt, das ihn dazu verpflichten wollte, sein Netz zu verschlüsseln, um mit einem Passwort zu versehen, bestimmte Ports zu sperren und den Datenverkehr zu überwachen. Die Klage könnte daher auch Auswirkungen auf die geplante Reform der WLAN-Störerhaftung in Deutschland haben. Mit einer Entscheidung ist allerdings nicht vor März oder April 2016 zu rechnen. Wir halten euch weiter auf dem Laufenden. Weiterführende Links zum Thema findet ihr in der Videobeschreibung. Das war Folge 11 des DigiGuess Wochenrückblicks. Wir hoffen wie immer, dass es euch gefallen hat und ihr auch in der nächsten Woche wieder dabei seid. Bis dahin, tschüss!